Hallo, heute zum 6. Dezember, heute ist Nikolaustag, gibt es ein echtes Winterbier, das Winterkoningske von der Brauerei Kerkom, die vor allem bekannt geworden sind durch ihre Binkbiere, Bink Blond und Binkbräun. Die Brauerei liegt in Zentreuden und gibt es schon seit 140 Jahren. Also das Gebäude an sich, die war auch geöffnet als Brauerei bis 1968. Da musste Jean leider schließen und hat dann eben 1988 wieder angefangen, weil es ihn dann aber nicht losgelassen hat und er dann auch pensioniert war. Und so hat er dann die Brauerei wieder neu aufgebaut und 99 übergeben wieder an die nächste, nicht Generation, an den nächsten Braumeister Marc, der das dann seitdem auch weiter ausgebaut hat. Mittlerweile kann man da auch gemütlich sitzen, es ist eine super schöne Innenterrasse. Aber auch das Restaurant, die Innenräume sind sehr urig, sehr gesellig und ist eben ein sehr alter Hof, wo dann auch noch die alten Balken und so weiter zu sehen sind. Also es ist sehr gemütlich da und man kann sehr lecker essen, sehr deftig vor allem. Und ich war jetzt vor kurzem noch da, das war auf jeden Fall sehr lecker und auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, die Brauerei, wie gesagt, bis 68 war die auf. Und dann eben 20 Jahre wieder zu. Und so hat dann eben ab 88 wurde die Palette der Biere immer weiter ausgebaut. Vor allem jetzt seit Marc da ist, kam eigentlich so alle ein, zwei Jahre immer mal wieder ein Bier hinzu. Das Winterkönigske gibt es schon seit 2000 und ist so ein echt typisches Winterbier. Es gibt auch noch das Bink Blusum im Sommer. Und dann eben, wie schon gesagt, das Blond, das Bräun. Und von diesem Winterkönigske gibt es auch nochmal eine Grand Cru-Version. Da sind wir dann schon bei 13%. Die gibt es allerdings nur in großen Flaschen. Hier haben wir 8,3. Wie man sieht, schön dunkel. Da hat man schon so ein bisschen leicht verbrannte Röstaromen drin. Auch schon ein bisschen fruchtig, Karamell. Direkt so einen kräftigen, vollmundigen Geschmack. Süß, auf jeden Fall auch ein bisschen alkoholisch. Dunkle Früchte, Pflaumen. Und dann auch im Abgang dann wieder ein bisschen, trotzdem ein bisschen bitter, trotz der ganzen Süße, die man vorher schon im Mund hatte. Doch einen trockenen Abgang. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Zu diesem Bier würde ich empfehlen, als Käse ein Fourme d'Auvergne. Das ist ein Edelschimmelkäse aus der Auvergne. Den sollte man eigentlich überall finden, wo es zumindest ein größeres Sortiment an Käse gibt. Als Essen, warum nicht einen Burger mit diesem Käse eben? Oder man nimmt einen anderen Schimmelkäse, das müsste auch passen. Oder eben ganz einfach Barbecue Spare Ribs aus dem Backofen. Dazu ein bisschen Gemüse oder sonstiges. Das würde auf jeden Fall, denke ich, perfekt harmonieren. Ich wünsche euch einen schönen Nikolaustag heute. Ich hoffe, ihr habt alle den Schuh rausgestellt oder den Nikolaus eingeladen, dass er vorbeikommt. Ich sage Prost und dann sehen wir uns morgen. Ist schon wieder Freitag. Tschö.